Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 6 von Grimm Legends 2 Song of the Dark Swan. Im letzten Part haben wir den dunklen Schwan gefunden. Dem haben wir geholfen, indem wir ihn einen Verband gemacht haben, denn er ist verletzt, der Arme. Und hat er da gerade geweint? Oder was war das? Schweiß? Das ist Schweiß, okay. Und ja, er hat gesagt, der Prinz ist im Obergeschoss und hat uns den Schlüssel gegeben und wir sollen jetzt wohl hier den Prinzen retten. Das sieht mir sehr wieder nach einem Rätsel aus. 2 und 3, aber hier ist erstmal der Schlüssel. Okay. Ah, okay. Das sind hier 2 hoch. Und 3 zurück. Gut. Dann machen wir ihn nochmal so. Und dann jetzt 3 zurück. 1, 2, 3. Oder dann machen wir nochmal hier 2, 2. Nochmal 2. Und gehen. Ach Mist, das war falsch. Nein! Kann man hier nicht nochmal von vorne anfangen? Ich möchte gerne nochmal von vorne anfangen. Shitkack. Okay, dann, ja, jetzt habe ich gleich alle weggemacht wieder hier. Okay, dann machen wir erstmal 2 und dann hier wieder 3. Dann 2 vor. Nochmal 2 vor. Nochmal 2 vor. Am besten nochmal 2 vor und 3 zurück. Dann 2 vor. 3 zurück. 2 vor. 3 zurück. 2 vor. Und 3 zurück. Mist, das ist ein bisschen doof. So kommen wir ja nie hier. 3 zurück. Das ist natürlich ein super toller Anfang. Da freue ich mich riesig. Wie zur Hölle. 2. Wenn ich jetzt immer so durchgehe, dann ist das auch nicht so gut. Das müsste doch aber eigentlich gehen so. Dann 3 zurück, 2 vor. Na, ich glaube, ich werde nochmal fürs Zurückgehen. Ich glaube, da muss ich von vorne anfangen. Nein. Oh, bei jedem Rätsel kann man von vorne anfangen, nur hier nicht. Bin ich irgendwie blind? Toll. Auf so ein Rätsel habe ich jetzt gerade echt überhaupt keine Lust gehabt. Oh, das ist natürlich kacke hier. Gehen wir nochmal 3 zurück, 2 vor. So, jetzt. Gehen wir nochmal 3 zurück. Dann 2 vor. 2 vor. 2 vor. Dann haben wir jetzt 3. Gehen wir 3 zurück, 2 vor. 2 vor. 2 vor. Dann haben wir jetzt wieder eines, das wir noch. Aber wie erreichen wir das? Jetzt haben wir nur wieder die Möglichkeit, das hier zu tun. Aber das hilft uns nicht viel weiter. Wenn wir jetzt 3 zurückgehen, dann sind hier wieder 2 nebeneinander. Und das geht gar nicht. Und jetzt sind sogar 3 nebeneinander. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Eins, zwei, so. So! Ja, so geht es.
Okay, und jetzt gehen wir hoch. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was passiert. Da ist der Prinz. The little prince. I need to get him back to the castle. Finde den entführten Prinzen. Und hier ist ein Bärenzahn. Okay, dann haben wir jetzt den Prinzen wieder gefunden. Und hier ist was drin. Da werden wir wohl den Bärenzahn einsetzen müssen und haben noch eine Steinspule. Wir haben jetzt 2 von 2. Okay. Ist das vielleicht hier hin? Nee, das ist falsch. Dann schauen wir uns noch ganz kurz ein bisschen weiter um, bevor ich anfange zu wimmeln hier. Hier ist das Emblem. Und es sieht wohl so aus, als gäbe es hier sonst nichts mehr. Dann wimmeln wir mal. Okay, wir haben ein Messer, einen Hammer brauchen wir, eine Bernsteinbroschenhälfte und einen Schmetterling. Können wir hier dran ziehen? Nee, wir können mit dem Messer wahrscheinlich das hier öffnen. Genau. Dann haben wir jetzt die Bernsteinbroschenhälfte. Dann brauchen wir einen Hammer, um das wahrscheinlich hier aufzuschlagen. Hallo Metallkreatur, warum siehst du so traurig aus? Hier müssen Insekten eingesetzt werden. Ah, vielleicht so. Ah ja, hier ist ein Schmetterling und ein Hammer. Dann nehmen wir den Hammer, um dieses Ei hier zu zerschlagen. Und hier haben wir auch schon eine Libelle. Dann brauchen wir die hier drin, den Schmetterling hier. Da haben wir ein Drachenauge. Das können wir mal hier einsetzen. Und jetzt haben wir Fischfutter bekommen. Ah, ich ahne es schon, was wir mit dem Fischfutter machen müssen, denn sonst können wir hier jetzt gerade auch gar nichts tun. Dann würde ich sagen, ach so, hier das Ding, aber da kommen wir nicht dran. Oh nein. Where did he go? Black feathers. Oh no. Okay, dann wurde jetzt der kleine Junge schon wieder entführt, der arme Prinz, ey. Hoffentlich schläft er die ganze Zeit, aber ich dachte eigentlich, er wäre selbst der schwarze Schwan. Ist der vielleicht schizophren? Oder wurde er verzaubert und hat dagegen angekämpft? Er hat doch gesagt, er kann nicht mehr lange kämpfen. Na gut, dann sammeln wir hier einmal seine Feder ein. Und dann müssen wir hiermit noch irgendwas machen. Können wir hier mit den Steinspulen? Nee. Ach, die Steinspulen. Jetzt weiß ich, wofür die sind. Hier, für das da. Genau, drehe an den Spulen, um das gesamte Bild aufzudecken. Das gehört bestimmt so. Hä? Ah, jetzt, okay. Aha, das war das Erste. Also der Dunkelhaarige kommt an eine Mauer. Oh nein, jetzt fängt sich hier das zusammen an zu drehen. Dann ist er hier. Liest von den Kettenhemden, von den Brennnesselhemden. Und hier ist. Hier gibt eine Frau. Er gibt das. Das muss die Königin sein. Oh nein, wie soll man denn das jetzt hier jemals schaffen? Ich mach's mal erst so.
Menno, warum ist das jetzt hier wieder so? Kann man das vielleicht auch einfach mal so rumdrehen? Das ist natürlich hier ein tricky Rätsel. Mann, gehst du jetzt mal hier hin? Das mache ich jetzt mal so rum. Das mache ich jetzt mal so rum. Der Arm ist ein bisschen kurz von ihr, kann das sein? Dann mache ich das hier auch mal so rum. Jetzt. Nein. Immer noch nicht. Das dreht sich also gleich mit. Das hier dreht das entgegen. Und das hier dreht das hier entgegen. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, die hier auf dieselbe Spur zu bekommen. Und dann... Wie soll das denn gehen? Ich hasse Rätsel. Ich hasse sie gerade so richtig abgrundtief. Jetzt bleib doch einfach mal hier. Meine Güte. Ja, aber das wird nie funktionieren. Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Ich mache jetzt den Tipp. Ja, ich möchte das gerne überspringen. Das ist wahrscheinlich die Königin, die von ihm das... Ah, hier haben wir ein Tagebuch. Die Netzhemden brechen den Fluch nur für eine Stunde pro Tag. Es bricht mir das Herz mit anzusehen, dass unsere Schwester sie immer und immer wieder für uns näht. Die Antwort befindet sich im Labor unseres Vaters. Während ich in den Schlossruinen suchte, traf ich auf eine Zauberin. Sie versprach mir, den Fluch zu brechen, allerdings unter der Bedingung, dass ich ihr Lehrling werde. Ich würde alles dafür tun, meinen Geschwistern zu helfen. Aha, und jetzt haben wir hier eine Schwanenmarke. Achso, das war's. Okay, der schwarze Schwan wollte die Magie erlernen, um seinen Geschwistern zu helfen. Tja, dann scheint der wohl gar nicht so böse zu sein. Und hier sind die ganzen Federn. Ach ja, das Fischfutter haben wir hier auch noch. Das ist nämlich, glaube ich, ein Fisch. In der kleinen Höhle auf dem Grund des Teiches befindet sich ein Fisch. Aha, und jetzt kann der Otter den Fisch fressen, oder wie? Ach nein, der bringt uns den Fisch. Das ist aber süß. Dem Otter gefällt es am Wasserfall sehr gut und er möchte hier bleiben. Ah ja, okay. Süß. Wie ist denn so das Wasser, mein lieber Otter? Jetzt haben wir also gerade keinen tierischen Gefährten mehr. Dann würde ich aber sagen, legen wir hier schnell diese eine Schwanenmarke ein. Und ansonsten können wir auch gerade hier, glaube ich, gar nichts mehr tun. Dann würde ich mal sagen, schauen wir, dass wir den Federn folgen hier. Oh. You give food. No like the Blackbird Man. Troll likes a fish. Okay, ja, hier war Vorsicht Trolle. Dann müssen wir dem wohl einen Fisch geben. Hier, den da vielleicht? Er ist zwar ein Barbar, aber rohen Fisch isst er nicht. Ah, da war doch eine Pfanne in der Hütte. Hier, da kochen wir einfach den Fisch. Gebratener roter Hering. Fisch. Ja, das ist auch schön. Jetzt ist es einfach zum Fisch geworden. Und da ist der kleine Otter. Und deshalb geben wir dir hier mal den Fisch. Tasty fish. My stuff, your stuff. Okay, jetzt dürfen wir durch und wir müssen jetzt hier wimmeln. Ui, da müssen wir einmal einen Handabdruck finden. Der ist hier. Das ist bestimmt von dem Troll, der Handabdruck. Und dann
Ah, brauchen wir eine rote Feder, einen Schwertgriff, drei Eidechsen. Dann haben wir mal eins, zwei und drei. Dann einen Maiskolben, eine Flasche, ein Drache. Ein Drache hier. Eine Angel, die ist hier. Ein Helm, ein Pferd, eine Flöte und ein Seil. Das hier, soll das die Flöte sein? Ja, das ist eine Panflöte, meine guten Spieleentwickler. Ein Seil ist das hier. Ah, hier. Hier ist ein Seil. Dann fehlt jetzt nur noch das Pferd. Wo bist du, Pferdi? Ist das das Pferd gewesen? Anscheinend wohl nicht. Ah, hier, das Pferd. Das war ein Holzpferd und der gute Troll schläft jetzt. Dann haben wir jetzt ein Seil. Und ich ahne es schon, wie wir hier rüberkommen, nämlich indem wir diese Holzbretter mit dem Seil montieren und jetzt eine Brücke haben. Dann würde ich sagen, packen wir die Brücke hier und gehen zum Schloss. Was ist das denn? Helft mir, den Tresor zu öffnen. Den hier, oder wie? Ich muss die Ranken beiseite schieben, aber diese Dornen werden mir die Hände verkratzen. Ja, die können wir hier mit zur Seite schieben. Platziere die versteckten Objekte in den entsprechenden Aussparungen. Ja, diese Aufgabe hatten wir auch schon im ersten Grim Legends Teil. Hier ist eine Pfeife, die kommt hier hin. Hier war noch irgendwas, was wir zur Seite schieben konnten. Hier. Hier haben wir dieses Ding. Das ist ja süß. Dann hier ein Blatt. Was? Ah, hier. Und jetzt fehlt immer noch etwas. Das hier? Eine Spirale? Ist das hier? Nee. Hier. Nein, hier ist was. Aha, jetzt können wir das hier bestimmt reinschieben. Dann müsste dieses Bild doch eigentlich fertig sein, soweit. Der hat die Dinger entdeckt, aber hier fehlt noch etwas. Das Bild ist vollständig. Was fehlt? Ist nicht vollständig? Nicht vollständig. Was fehlt? Hier müsste noch irgendetwas sein. Das hier. Aha. Dann haben wir jetzt hier, wie wir die Schnecke besiegen können, Feuer mit Feuer bekämpfen, beziehungsweise Gestank mit Gestank bekämpfen. Ah, dafür war dieser Blasebalg. Da müssen wir wohl diese Stinkepflanzen irgendwie den Gestank einsaugen und dann das Schneckenviech besprühen. Und was ist das hier jetzt? Ein Blasebalggriff. Ach so. Okay. Dann scheinen wir jetzt hier wohl einen kleinen neuen Freund gefunden zu haben. Hier ist ein Pfeil. Ein Armbrustbolzen. Das Schwanenkönigreich hat versucht, sich gegen den Fluch zu wehren. Können wir wohl nicht mitnehmen, leider. Dann müssen wir unbedingt noch das Emblem hier finden. Eigentlich müsste es doch hier auch noch eines geben. Aber ich würde sagen, hier. Genau. Wir schauen uns mal hier noch das. Die Geschichte vom Vater an, vom Schwanenkönig. My mistress became more and more possessive over me each day. She insisted I leave my family, my queen, but I said no. Then my wife fell grievously ill. Her life vanished before my eyes. She was gone in a matter of days. There was nothing anyone could do to save her. My wife, the queen, had been poisoned by a rare magical poison
Few people on this earth possess the knowledge to make. Wer hatte da wohl die Finger im Spiel? Das sieht gar nicht gut aus für diese Mätresse, diese Zauberin. Die hat garantiert auch die arme Frau, die Königin, umgebracht, vergiftet. So, wir haben hier die Pfauenmarke. Die werden wir hier oben mal schnell noch einsetzen. Und ja, genau, jetzt haben wir hier diese Blasebalgkugel. Was steht hier? Ich versuchte, meine Geschwister zu überzeugen, dass uns die Zauberin helfen könne. Aber sie wollten davon nichts wissen und sagten, dass schwarze Magie hier die Finger im Spiel habe. Wir stritten uns. Eine Laterne fiel zu Boden und ein Feuer brach aus. Unsere Hemden gingen in Flammen auf. Oh, dann sind sie wohl zu Schwänen geworden wieder. Einen Fluch, der das Schicksal eines ganzen Königreichs bestimmt, muss irgendwie zu brechen sein. Entweder durch eine Bedingung oder eine Mission. Diese Bedingung muss in Anwesenheit einer weiteren Person erwähnt werden, wenn der Fluch ausgesprochen wird. Hatte der schwarze Schwan etwas mit dem Fluch zu tun? Das wissen wir leider nicht so genau. Können wir hier aber hier sonst nichts mehr tun, oder? Das hatten wir hier schon gesehen. Ja, das ist das Gleiche. Dann müssen wir hier wohl erstmal weg. Aber hier können wir nochmal wimmeln. Da machen wir doch gerade mal weiter. Wir brauchen dieses Stück hier und das können wir bestimmt hier einsetzen. Ah, dann haben wir einmal die Fliege und die Spinne. Und dann machen wir das hier geschwind. Und haben ein Wappen und einen Marienkäfer bekommen. Dann setzen wir mal den Marienkäfer und die Fliege hier ein. Setzen das Wappen hier ein. Und haben jetzt eine Blasebalgpfeife erhalten. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, was wir für das Schneckengift brauchen. Würde ich sagen, setzen wir erstmal die Kugel ein, dann den Griff hier und die Blasebalgpfeife und laden unseren Blasebalg auf. Das war einmal, da war eine Pflanze, die hier, genau. Ein Viertel voller Blasebalg. Das heißt, wir müssen noch dreimal diese giftigen Stinkepflanzen da suchen. Hier waren, glaube ich, keine. Aber hier war eine. So, jetzt haben wir den halbvollen Blasebalg. Dann müssen wir hier zurück. Hier war auch so ein Mistvieh. So eine Mistpflanze, so eine stinkende. Dann jetzt noch einmal und ich glaube, das war dann auch hier bei der... Hier? Hier ist nichts gewesen, aber weiter vorne, glaube ich, war schon was. Genau hier. Dann haben wir jetzt hier den vollen Blasebalg und können den bei der Schnecke entladen. Oh. Ich dachte, die platzt jetzt. Das wäre auch echt eklig gewesen. Und jetzt haben wir hier Feenstaub. Okay. Und dann können wir mit der... Das scheint wohl eine Fee zu sein. Mit der Fee plaudern. Achso, wir brauchen erst den Feenstaub. Dann geben wir den die mal. Und hier... Ah... Aha, mit Hilfe des... Aha, okay. Die Fee kann uns also helfen. Du hast den Hauptsitz der Waldgeister gerettet. Deswegen bieten sie dir ihre Feenhilfe an. Also das ist ein Waldgeist, okay. Und dieser Waldgeist kann Pflanzen entweder schneller wachsen lassen oder sie verwelken lassen. Dann würde ich aber sagen, gehen wir mal hier geschwind in die Höhle, denn wir haben ja hier... Ach, der Arme... Dieses Rätsel hier noch. Oh, aber ich merke gerade, das werde ich im nächsten Part machen, denn ich habe die Zeit ganz vergessen und es ist schon wieder etwas länger, deshalb werde ich jetzt den Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ja, wir sehen, wie es im nächsten Part weitergeht. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Tschüss!